Scheiße, was passiert hier, ey? Was in Herrgotts Namen passiert hier? Bullet, wo bist du? Ich brauch nicht anrufen. Ich dachte gerade, ich hätte ihn gesehen. Ich lasse niemanden im Stich. Wie soll ich denn hier den Weg nach Hause finden? Warte, die Kamera vielleicht. Die Kamera zeigt mir den Weg. Irgendwas ist da. Oh, verdammt. Ich bin gleich da. Das ist der Eingang in eine Höhle, ja? Das ist der Eingang in eine Höhle. Oh, Scheiße. Was haben die mit mir vor? No, not this place again. Why? I did everything you wanted me to. What the hell am I supposed to do now? Naja, du hast nicht alles getan, worum er dich gebeten hat. Aber das war auch nur nachvollziehbar. Oh, Bullet ist tot? Kann das wirklich sein? Bullet darf nicht tot sein. Bullet darf nicht tot sein. Wo bin ich hier? Er meint irgendwie, ich bin schon wieder hier. Shit, da... Oh nein, jetzt sehe ich's. Das ist das Zeltlager. Oh Mann. Und schwer irgendwelche Holzschnitzer rein. Ich werd bekloppt. Na, schöne Scheiße. Wie komme ich hier weiter? Da oben ist kein Weg. Nein. War es so einfach? Ein weiteres Band. Oh Gott, guckt euch mal seine Hände an. Alice, was ist nur los mit dir? Reiß dich bitte zusammen, ganz ehrlich. Der kleine Peter. Kein Wunder, dass ich da nicht weitergekommen bin. Übel. Oh Mann. Bullet. Wo du auch bist, ich hoffe, es geht dir gut. Du darfst nicht tot sein. Kacke, bin ich jetzt wirklich da, ja? Bin ich da, wo ich die ganze Zeit schon hin musste? Bin ich wirklich jetzt in dem Haus der Hexe, ja? Oh, Scheiße. No going back, Ellis. There never was. Let's get this over with. Okay, das ist auch cool. Das ist auch ziemlich cool. Okay, die Schleifspuren zeigen mir an, wo ich hin muss, ja? Alice, komm, reiß dich zusammen, reiß dich zusammen. Es
ist nur ein altes, verlassenes Haus. Mit einer sehr wahnsinnigen Fantasie, die du mitbringst. Das hilft natürlich ungemein, um uns hier zu erschrecken, auf jeden Fall. Aber sowas wie Hexen gibt es nicht. Es gibt keine Hexen. Oh shit, ich könnte ja auch hier hochgehen. Peter, du bist hier. Oh scheiße. Nee, komm, bevor ich hier lang gehe, erstmal erkunden. Ich fühle mich gerade leicht beklemmend irgendwie und eingeengt hier von der Situation. Locked. There's gotta be a key somewhere. Und von hier oben kamen Geräusche. Ich will gar nicht. Ich will gar nicht. Bullet? Peter? Oh, und dieses Wetter da draußen macht das kein Deut besser. Auch wenn ich zugeben muss, dass es richtig cool gemacht ist. Da liegt was. Was liegt da? Okay, ein Schlüssel, ja. Gut. Wir haben einen Schlüssel, wofür auch immer. Ich schätze mal, es ist für den Raum, für die Tür. Wo Carver die ganze Zeit drin gezogen hat, weil sie nicht aufging. Oh, 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 oh. Es wird sogar noch höher gehen. Was ist hier im Badezimmer? Weitere Hexentotems. Ich würde mir jetzt extrem, wirklich extremst über ein kleines Bellen würde ich mich ja echt freuen, ne? Ich habe gerade echt Schiss, ne? Ich habe gerade richtig Schiss. Oh Mann, das ist doch bestimmt der Weg in den Keller. Das ist der Weg in den Keller. Und hier kam bislang noch keiner raus. Wobei nach den ganzen psychologischen Gutachten hier im Wald rumgelegen haben, bin ich anscheinend... Das ist doch wieder der Eingang. Das ist doch... Bitte nicht. Das ist der Eingang wieder. Oh, Leute. Ihr macht mich kaputt, ey. Ihr macht mich echt... Oh, 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 oh. Das ist gar nicht cool. Das ist überhaupt nicht... Ah, Alter! 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 That one was different. The light just made it angry. Oh ja, das stimmt. Oh Kacke, wie weit ist denn... Wie weitreichend ist denn dieses Haus? So viele Räume kann es doch gar nicht geben. So groß sah das Haus von draußen noch gar nicht aus. Völlig verzweifelt, ey. Come on, work. Hör auf, du verdammte Taschenlampe. Jetzt hast du so lange durchgehalten. Das Witzige ist, die Kratzer auf dem Bildschirm meines Camcorders sehen aus wie ein Hexentotem. Wenn das mal keine guten Vorzeichen sind, dann weiß ich allerdings auch nicht. Peter?
bin schon wieder hier. Ihr verarscht mich doch. Ich bin gerade runtergegangen im Keller. Hier ist ein Zeichen. Ich komme hier nie wieder raus. Da. Oh oh. Das sieht gar nicht gut aus. Aber ich glaube, hier sind wir richtig. Jetzt sag nicht, du kriegst die Tür nicht auf. Oh Mann. Ich werde echt noch verrückt, ne? Ich werde echt noch bekloppt. Was? Gut, hier muss ich hin. Und ich brauche wohl einen weiteren Schlüssel, um da reinzukommen. Aber Hauptsache, es gibt hier fließendes Wasser, ne? Weil wir sind ja nicht irgendwo mitten im Wald, keine Ahnung. In Buxtehude, Louisiana. Ich weiß es nicht. Ob ich das in Wirklichkeit auch machen würde? Und das führt mich hier auch nirgends hin. Wozu dann bitte dieses Loch in der Wand? Doch, da liegt doch was. Weiteres Band. Komm her, Alice. Ist das... Oh, Scheiße. Das ist die Tür. Stopp. Stopp, die Tür ist auf, ja? Ich will gar nicht wissen, was dahinter auf mich wartet. Peter. Da bist du aber ziemlich sicher, Alice. Ich bin mir ja nicht so sicher. Oh Gott. Was ist... Das wollte ich auch gerade fragen. Was war das? Irgendwas, was hier schnell am Aufblitzen, und dann war es wieder weg gewesen. Oh. So, jetzt ganz ruhig. Oh, verdammt. Ich hab echt die Hosen gerade voll, ne? Und diese Handabdrücke von Kindern, die machen es mir nicht leichter. Bullet großer. Hey there, you must be Ellis. Was war das? Oh, verdammt. Oh. Das Haus setzt sich wieder zusammen, ja? Die ganzen Paneele gehen wieder an die Wand ran. Okay. This is a new start for you, Alice. Wieso ist das für mich ein Neustart? Alles, was hier drin passiert, hat nichts mit Neustart zu tun. Das ist so abgedreht. Das ist ja so abgedreht. Was für eine Zeitschleife stecke ich jetzt schon wieder fest?
Und warum nimmt dieses Haus einfach kein Ende? Es ist nicht wahr. Bitte nicht, bitte. Warum zeigt meine Kamera nichts mehr an? Warum sehe ich nichts? Da hat Sheriff Lenning irgendwie recht. Okay, Sheriff. Ich werde sie beim Wort nehmen. Es ist Zeit, etwas Gutes zu tun. Oh nein, was? Ich warte. Das ist doch definitiv die Stimme von Jessica. Großer, kann ich dich vielleicht anrufen? Habe ich Signal hier? Natürlich nicht, das war klar. Das ist ein verdammter Irrgarten. Verdammte Scheiße hier. Was steht da? Du gehörst zu ihr. Dreckige Scheiße hier, ganz ehrlich. Okay, hier sind die Spuren auch wieder. Wie gesagt, mich würde echt mal interessieren, was hiervon real passiert. Nicht ernsthaft. Ich habe kein Signal und trotzdem wieder eine Nachricht gekriegt. Okay, es ist einfach zu viel. Ich kann nicht mehr. Ich werde dich nicht mit runterziehen. Von Jess? Das ist eine Nachricht, die hätte doch er schreiben können an sie. Ich werde dich nicht mit runterziehen. Was haben wir hier liegen? Ein Portemonnaie. Von wem oder von was? Seit dem Update kann ich die Gegenstände nicht mehr umdrehen. Ich liebe dich nicht mehr. Jetzt kommt mir die Hexe auf die Tour, ja? Und bringt meine persönlichen Probleme hier wieder mit rein. Das ist doch nicht wahr. Rucksack, was ist das für ein Portemonnaie? Hier muss doch irgendwo... Baseball, kaputte Schaufel, okay. Ledergeldbörse. Ich kann es aber nicht umdrehen. Schade. Okay. Dieses Haus nimmt kein Ende, ne? Bitte nicht. Ich bin schon wieder am Eingang, ne? In etwas anderer Form, aber es ist doch wieder der Eingang des Hauses. So, how many years has it been? Four. I like the quiet. Scheiße. Und eine weitere Person.
Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier... Ja, toll. Turn on the lights. What? The headlights. Turn them on. Abgefahren. Das ist ja abgefahren. Ich habe mich mit mir selber unterhalten. Ich war derjenige, der gesagt hat, schalte die Scheinwerfer an. Wie bekloppt. Und jetzt? Why are you recording this anyway? Sheriff. Lenning? Jetzt sag nicht, ich war's. Jetzt sag bitte nicht, dass ich Landing getötet habe. Dass das alles meine Schuld ist, was hier passiert. Durch die ganzen Blackouts, die er hatte, wer weiß, was er da angestellt hat. Wo soll ich nicht hinsehen? Ich guck erstmal aufs Handy. Eine weitere Nachricht. Du bist ein guter Mann, Alice. Sieh nicht hin. Mittlerweile, ich habe keine mehr. Licht weckt ihn auf. Sieh nicht hin. Ich kann die Taschenlampe aber nicht mehr ausmachen. Oh, Scheiße. Sehen. Das wird doch nichts. Folge diesem Weg. Das mache ich. Schön langsam. Schön langsam. Bitte. Was nun? Muss ich wieder runter in den Keller, ja? Okay, folge diesem Weg, folge den Linien, ja? Herzlichen. Oh nein. Scheiße. Okay, ich glaube, das war so nicht gewollt.
Das ist aber der Weg, wo ich lang muss, ja? Das ist der Weg, wo ich lang muss. Okay, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ich bin mir gerade echt unsicher, ob ich mit unserem Alice noch trauern soll. Oder ob er wirklich Schuld an dieser ganzen Misere hier hat. Haben wir Lenning getötet? Kann das sein? Oh, 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 oh. Vor allem, wie abgedreht sind seine Gedanken, dass dieses Haus hier einfach nicht enden will. Ich bin schon wieder hier. Ich habe bislang keinen weiteren... Da liegt was, da liegt was. Was ist da? Ein Foto. Oh, jetzt kann ich es auch wieder drehen. Conrad. Okay. Gut, also hier hätte ich sowieso nicht lang gemusst. Hier ist nämlich nichts. Oh, es geht hoch. Okay. We got a robbery in progress. A convenience store near Burkittsville Road. Those kids again? Yeah, probably. Ah! Peter? Okay, ich bin wieder auf dem richtigen. Ich sehe gar nichts. Ich kann jetzt nur dem Weg folgen. Oh, Scheiße. Es ist stockduster. Alter! Ich komme hier nicht... Hier steht ein Reh drin. Ich fasse es nicht. Steht hier wirklich ein Reh drin? Adam. Do you copy, Alice? Over. Welcher Adam? Ich höre den kleinen Polizeiwagen. Gott, ich drehe hier noch ab, ne? Verschmiert hier. Oh, das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr. Wie soll ich hier weiterkommen? Ich bin hier, ja.
Das ist auch Sheriff Landings Büro. Shit. Off the record, Ellis. What the hell happened? Wenn ich das mal wüsste. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Keine Funktion hier gerade. Leute, auf euch. Ich hoffe, es passiert jetzt nichts. Okay, ich stehe also immer noch vor dem Bericht, den ich nicht lesen kann, weil es stockduster ist. Incoming, ankommender Anruf, Jess. Ich habe kein Signal. A local teenager allegedly involved in a convenience store robbery was shot by a police officer arriving at the scene. The suspect was transported to a nearby hospital in critical condition. Local authorities confirmed that the suspect was unarmed. Unarmed. Okay, nochmal ein Rückblick aus seiner Vergangenheit. Er hat als Polizeibeamter den armen Jungen, das ist doch Peters Bruder, glaube ich, erschossen. Und das, obwohl er unbewaffnet war, das war nur ein Versehen. Das war doch nur ein Versehen. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Dann bin ich richtig. In bester Blueberry-Manier gehen Türen zwar auf und wieder zu, aber ich kann sie von innen nicht öffnen. I'm to blame for that. Ja, Alice, das stimmt, aber damit musst du endlich abschließen. Das hilft uns gerade überhaupt nicht weiter. Das hilft uns überhaupt nicht weiter, diese Selbstvorwürfe. Das bringt nichts. I've seen this room before. Nicht nur den. Huh? Okay. Eine weitere Schnitzfigur, toll. Was hat es nur damit auf sich? Oh, here comes our handsome lad. Hey, is it true you shot your pretty face off on dates at Granny? And what kind of girl would want you now? Your wife didn't seem to mind. Wir sind richtig. Nicht ernsthaft. Alles seine Kameraden hier drin, ja? Wer oder was ist das? Wer steht hier? Yes, sir. Frank Butcher. Sir. 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 Fuck. Das ist jetzt der tiefste Abgrund seiner Seele, ja? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie uns das hier weiterhelfen soll. Jetzt sind wir wieder in seiner Kriegsvergangenheit. Wo er sich all das eingefangen hat. Alan Palmer? Alter! Alter, Alter, Alter! Soldiers at 2 o'clock. They are unaware of our presence. Out.
Scheiße. Oliver Marley. Oliver Marley, ja. Ein weiterer Kollege von dir. Alter! Hört auf mit dem Scheiß! Keith Forst. Ashley Elwood. Die ganzen bitterbösen Vorwürfe, die er sich macht. Seinen ganzen Trupp, den er verloren hat. Den Jungen, den er erschossen hatte. Aber Alice, das hilft uns nicht weiter. Oh shit, was war da? Ich hab doch da gerade jemand die Treppe hochkriechen sehen. Bitte nicht. Oh nein. Nicht so ein Resident Evil 7 Keller. Shit. Geworden. Dadurch konnte ich einen Überraschungsangriff ausführen. Na, jetzt bleib doch mal hier. Gefallene Kämpfer. Okay, jetzt werden sie nochmal aufgeführt, ja? Oh, Alice, komm, reiß dich ein bisschen zusammen. Wir sind hier nach wie vor in diesem kleinen... Bitte nicht. Bitte nicht. Wir sind hier nach wie vor in diesem kleinen Haus drin. Jetzt komm mal wieder klar in deiner Butze.